Was haben wir bisher gemacht? Das ist der zweite Teil von diesem Bootcamp und wir haben gestern zwei Sessions gehabt. In der ersten Session, die wir gemacht haben, haben wir eine kleine Anführung in KI gemacht, um ein besseres Verständnis zu bekommen, was ist KI überhaupt, wie funktioniert das? Und vor allem war der Fokus dann auf das Prompt Engineering, also wie wir die Angaben bei ChatGPT und Co. Gut formulieren können, sodass wir auch die erwünschten Ergebnisse bekommen. Weil wir kennen das alle. Manchmal ist das etwas frustrierend und wir brauchen da mehrere Versuche, um da anzukommen, wo wir ankommen möchten und die Ergebnisse zu bekommen. Und dann gibt es einige bewährte Herangehensweisen, um mit diesem System gut umzugehen. Also wenn ihr dazu noch weitere Infos möchtet, dann könnt ihr euch das Video im Nachgang nochmal angucken. Dann hatten wir die zweite Session. Da haben wir uns da etwas gezielter auf das Online-Marketing fokussiert und eben auf zwei gesonderte Rollen geachtet. Also wie können wir das in Content als Marketing-Manager einsetzen und als Content-Creator. Und für viele von uns, die auch Unternehmer sind oder Solopreneure, da ist es ja, sind wir nicht nur Marketing Manager, sondern Marketing Manager, Content Creator und Geschäftsführer und so weiter. Also die ganzen Aufgaben hier nochmal ein bisschen verteilt und wie wir KI eben als großartige Unterstützung nutzen können, sodass wir da ein paar Aufgaben abgeben können. Und das ist auch das Thema heute. Wie können wir da weitere Unterstützung bekommen? Und werden in diesen zwei Sessions uns zwei Themen angucken. Als erstes werden wir uns GPTs angucken. Da gehen wir gleich noch mal etwas genauer ein. GPTs sind dann Assistenten, die wir für uns bauen können. Und in dem zweiten Bereich wird es um die Entwicklung von Chatbots gehen, also dass wir da auch noch mehr Unterstützung bekommen. Wir haben das vielleicht habt ihr das in den Nachrichten in den letzten Wochen mitbekommen. Da war ja das Event von Tesla und von Elon Musk, was die gemacht haben. Und das war ja wirklich so ein Blick in die Zukunft. Aber eigentlich ist das ja schon ein Blick nicht in die Zukunft, sondern wir sind schon hier angekommen. Und da gibt es, haben die vorgestellt, so selbstfahrende Autos, die dann uns abholen, irgendwo hinfahren, das alles koordinieren. Wir können die auch als Taxis einsetzen. Dann gibt es auch die Roboter, die für uns im Alltag Alltagsaufgaben aufnehmen können, wie für uns aufräumen oder dann nochmal vielleicht für uns kochen oder die hatten ja nochmal Cocktails vorbereitet. Und das sind vielleicht Sachen, die für uns etwas in der Zukunft liegen oder vielleicht wir noch nicht so viel Zugang dazu haben, aber wir haben Zugang auf etwas und das können wir auch jetzt schon einsetzen. Und das sind eben diese Custom GPTs. Also was ist überhaupt so ein Custom GPT? Custom GPTs, das sind speziell angepasste Versionen von GPT-Modellen. Also, wie können wir uns das so vorstellen? Das ist ja, wir haben ja gestern in der Einführung gesehen, dass ChatGPT holt sich ja ganz viele Daten, um uns eben die Antworten zu liefern. Die werden ja mit ganz vielen unterschiedlichen Daten gefüttert, sodass das System ganz viel Wissen von ganz vielen unterschiedlichen Themen hat. Und wenn wir dort ein Prompt eingeben oder eine Frage eingeben, dann holt sich das von diesen ganzen unterschiedlichen Ressourcen, die ChatGPT zur Verfügung hat, holt sich diese Daten, um uns eine Antwort zu formulieren. Aber das heißt, wir könnten da, wenn wir uns eine unspezifische Anfrage formulieren, dann holt sich das von ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und vielleicht ist es da auch gar nicht so ganz gezielt, was wir brauchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Marketing sprechen und ich stelle Fragen an ChatGPT über Marketing, dann sind es ja mit Daten gefüttert, die auch vielleicht die riesigen Unternehmen wie P&G oder Unilever oder ganz an unterschiedliche ja, große Unternehmen einsetzen. Und natürlich haben wir jetzt als Gründer oder als Unternehmer, die vielleicht noch nicht angekommen sind wie diese riesigen Unternehmen, auch etwas andere Anforderungen an unser Unternehmen, an unsere Marketingkampagnen, den Budgets, die wir zur Verfügung haben, die Ressourcen, die wir einsetzen können. Und genau für solche Fälle sind dann GPTs eben eine großartige Ergänzung, die wir nutzen können.
Denn wir trainieren diese Systeme, dass die genau für bestimmte Aufgaben oder Anwendungsbereiche zugeschnitten sind. Und das ist dann sehr nützlich, weil die wirklich sehr spezialisiert auf eben einen Bereich eingehen können und somit, dass für uns auch die Produktivität in spezifischen Bereichen steigen kann. Und wir haben auch gesehen, wenn oder selber auch schon viel erfahren, wenn wir Prompts eingeben und wir wollen dann Ergebnisse oder Antworten von ChatGPT bekommen, dann brauchen wir manchmal viele Iterationen, bis wir überhaupt da ankommen, was wir brauchen oder was wir möchten. Und dadurch, dass wir bei diesen GPTs einfach die Rahmenbedingungen schon setzen und die Systeme genau verstehen, wo wir uns bewegen, zum Beispiel im Bereich Marketing für kleinere Unternehmen, für Startups oder für Solopreneure, dann haben wir schon diese Rahmenbedingungen gesetzt und müssen im Nachhinein viel weniger anpassen, weil diese Custom GPTs schon genau unser Kontext kennen. Was für Arten von GPTs gibt es? Also es gibt spezialisierte GPTs für bestimmte Branchen. Also wir könnten das für bestimmte Industrien oder Fachgebiete programmieren. Und das ist dann sehr hilfreich. Also wenn wir zum Beispiel im medizinischen Bereich tätig sind, dann können wir das auch genau da trainieren, dass sie diese Inhalte verstehen, dass die genau in diese Fachsprache mit uns sprechen. Und jetzt vielleicht nicht in dem medizinischen Bereich für Laien dann sprechen, sondern wirklich sehr, sehr zugeschnitten für diese Umgebung, wo wir uns bewegen möchten. Dann können wir das auch einsetzen, so für kreative Inhalte. Und wenn wir schon mit ChatGPT versucht haben, Instagram-Posts zu schreiben oder E-Mails zu schreiben oder sogar Claims zu entwickeln, da merken wir oft, dass ChatGPT so an die Grenzen gerät und das auch vielleicht so ein bisschen frustrierend sein kann, dass wir da immer viele Iterationen nutzen müssen, bis wir da gute Ergebnisse haben. Und genau hier können wir eben unsere GPTs auch weiter trainieren, dass die genau und gezielt bessere kreative Techniken anwenden, dass die spezialisiert sind, Geschichten zu erzählen, Gedichte zu schreiben oder für uns Werbetexte, die einfach etwas besser zu unseren Marken passen, zu unserer Tonalität passen und dass da grundsätzlich da besser ja, in diesem Bereich funktionieren. Wir können das auch für einen Kundenservice entwickeln. Und da könnten wir diese GPTs mit unseren ganzen Produktinformationen füttern. Das heißt, wenn jemand irgendeine Frage hat zu unseren Produkten, dann können wir genauso wie über ChatGPT dann Fragen so an den Produkten stellen und an den Anforderungen, die wir haben. Und da würde dann diesen GPTs würden da so quasi unser Kundenservice anbieten. Oder für Forschung und Entwicklung. Also das sind ja sehr, sehr spezielle Bereiche, genauso wie dieses Beispiel mit dem medizinischen Bereich, aber hier in der Forschung oder Ingenieure oder Entwickler, die brauchen sehr, sehr viel Fachinformation und die müssen sehr, sehr komplexe Probleme lösen in bestimmten Bereichen. Das heißt, wenn wir die Rahmenbedingungen hier genau aufsetzen, dass sie diese Bereiche verstehen, dann können diese GPTs auch viel genauer und viel zielgerichteter arbeiten und die Aufgabe für diese Menschen dann lösen. Oder wir können einfach individuell angepasste GPTs machen und können die dann sehr, sehr spezielle Anforderungen geben oder sehr spezielle Bereiche geben, die für einzelne Personen oder für Unternehmen brauchen oder einfach so für unsere Bedürfnisse grundsätzlich, die wir einsetzen können. Und da werden wir uns ein paar angucken. Ich werde da nochmal switchen. Und zwar, also, wo finde ich diese GPTs? Und erstmal, wenn es gibt so zwei Unterschiede. Und um diese GPTs zu nutzen, das kann man grundsätzlich machen. Aber um GPTs selber zu erstellen, da muss man die bezahlte Option haben. Und wir sehen hier jetzt ChatGPT. Und wir haben hier so an der Seite haben wir eine kleine Leiste, die wir öffnen und schließen können. Und diese GPTs, die finden wir dann hier unten links, können wir das erkunden, um zu sehen, was gibt es überhaupt. Und da sehen wir, da haben schon viele Menschen GPTs erstellt und es gibt in so ganz unterschiedlichen Kategorien, können hier so ein paar Highlights angucken. Es gibt einen Code-Tutor, der uns hilft, dann zu programmieren.
Whimsical Diagrams, um da Charts und ähnliches zu erstellen. Resume, also wahrscheinlich um unseren Lebenslauf hier besser zu gestalten. Universal Primer, the fastest way to learn anything hard, um da besser lernen zu können. Dann haben wir ja noch, was ist denn beliebt? Ein Image Generator, Canva, was auch eine schöne Integration ist. Das heißt, wenn wir auch unsere Marketingmaterialien wie Instagram-Posts, Newsletter oder auch Webseiten-Landing-Pages hierdurch erstellen, dann können wir das auch direkt über ChatGPT starten und dann im Nachhinein eben durch Canva weiterführen. Könnt auch hier Logos erzeugen. Habe hier so ein paar Assistenten, die sagen, schreibe für mich ein Scholar-GPT, Consensus, Ask the Research, Chat directly with the World Scientific Literature, also auch eher in dem wissenschaftlichen Bereich. Dann haben wir so einige von ChatGPT, Dolly, um Bilder zu machen. Let's modify your image into something really wild, also auch etwas so vielleicht so was Spielerisches. Hier ein Coloring Book Hero, also könnten dann, wie nennt man die, die Bücher, Malbücher erstellen hiermit. Datenanalysen, könnte lernen, wie ich da besser schreibe oder habe da viel Wissen über Pflanzen zum Beispiel spezialisiert. Habe ich ja noch ein paar Bereiche, wenn es darum geht zu schreiben, könnte ich da. Da noch mal ein paar Bereiche suchen, also besser schreiben, dass die Texte dann eher wie von Menschen geschrieben sind und dass sie sich nicht so AI-lastig hören oder KI-lastig, wenn wir viel mit KI zu tun gehabt haben und aktuell zum Beispiel in LinkedIn gucken, was da alles geschrieben wird, dann merken wir sehr schnell, dass da einfach sehr, sehr viele Inhalte gibt, die schon sehr stark von der AI geschrieben sind. Und hier haben wir dann weitere Tools, einfach, dass die Inhalte sich dann wie von Menschen anhören und nicht wie von AI geschrieben. Und was dahinter passiert, ist, dass diese ganzen GPTs sind eben programmiert mit Prompts oder mit Dokumenten, dass die eben das lernen und wir das nicht jedes Mal schreiben müssen. Ansonsten haben wir hier nochmal auch ein Copywriter-GPT, also was spezialisiert für den Bereich Marketing ist, wo wir auch Anzeigen schreiben können oder Text zu Video. Ein paar Produktivitätstool, wie können wir Canva einfügen oder Video-GPT bei Veet. Das ist auch ganz, eigentlich ganz unterhaltsam. Da können wir einfach Videos erstellen und können dem System sagen, ich möchte ein Video für TikTok erstellen über das Thema mexikanische Gewürze und dann würde dann ein Video entstehen. Ich habe hier Möglichkeiten, Präsentationen aufzubauen durch meinen unterschiedlichen Systemen. Habe hier auch Möglichkeiten, mit PDFs zu arbeiten. Habe Möglichkeiten zu recherchieren, unterschiedliche Möglichkeiten, also über hier Scholar, Consensus sind ja alle eher so ein wissenschaftlicher Blick. Was wir hier haben im Bereich Education, haben wir alles Mögliche, aber auch vielleicht eher so Lifestyle mit Astrology Charts, Unterstützung für Programmierung und viele weitere Optionen. Und wir gucken uns ein bisschen an, wie funktioniert das überhaupt und könnten hier einfach sehen, wir haben hier einen kleinen Assistent, der jemand aufgebaut hat und das ist Planty. Und Planty kann uns alles Mögliche über unsere Pflanzen beantworten. Und zwar, ich habe gerade Bougainvillen in meinem Balkon und eine stirbt leider. Und ich weiß nicht gar nicht so ganz genau warum. Und da will ich jetzt die Unterstützung von Planty wissen, weil die genau trainiert wurde, also dieses GPT wurde genau trainiert, alles Mögliche nur über Pflanzen zu beantworten und mir hier Tipps zu geben. Das heißt, ich fange hier meine Frage an. Ich habe Bougainvillen auf den Balkon und eine stirbt. Was kann ich tun? Und dann ist es ja hier speziell trainiert. Und dann sehen wir auch, es ist das Wissen, aber das wurde ja auch trainiert, dieses System, um da etwas so einfühlsam zu sein. Und antwortet mir hier: Oh je, eine sterbende Bougainvillee auf dem Balkon ist immer schade.
Die Bougainvillea ist zwar recht robust, braucht aber ein paar besondere Bedingungen, um wirklich gut zu gedeihen. Hier sind ein paar Tipps, um zu schauen, ob du diese vielleicht retten kannst. Also Licht und Wärme, die muss mindestens 5 bis 6 Stunden direkte Sonne pro Tag bekommen. Wasserbedarf, sie hassen nasse Füße, ist natürlich in Hamburg hier ein bisschen schwierig auf dem Balkon. Erde und Nährstoffe, verwende gut durchlässige Erde, Schnitt und Pflege. Wenn die Pflanze schon stark geschädigt ist, dann kann ich ja abgestorbene oder braune Zweige zurückschneiden, Winterschutz. Und die Bougainvillea mögen keine Kälte. Das heißt, jetzt wäre ja auch so meine Frage. Ich habe die auf dem Balkon. Überlebt sie den Winter oder sollte ich die in die Wohnung reinbringen? Und könnte hier etwas mehr Informationen bekommen, weil dieses System ja oder diese PlantiGPT ist ja sehr, sehr gut angepasst, mir da die perfekte Anleitung zu geben, wie ich meine Bougainvillen jetzt am besten pflegen kann. Und ist ja wirklich konzipiert, um in diesem Bereich da gut zu funktionieren. Das ist natürlich ein bisschen etwas eher so eine spielerische Perspektive, was wir machen können. Also recht hilfreich, wenn ihr, wie ich, leider keinen grünen Daumen habt und dann auf diese Hilfen, hofft. Aber es gibt dann auch andere Bereiche, die natürlich für uns jetzt ein bisschen hilfreicher sind, so in der Arbeit. Und zwar ist hier zum Beispiel eins, das hilft uns, Präsentationen aufzubauen, PowerPoints, PDFs und dann können wir hier direkt von ChatGPT erstellen. Und zwar hatten wir gestern so etwas drüber gesprochen, wie kann ich das machen? Und das ist hier eine Option, wo wir dann vielleicht nicht andere Tools wie Copilot oder ähnliches brauchen. Und zwar würde ich hier fragen, so mein GPT ist spezialisiert auf Präsentationen. Und ich möchte eine Präsentation haben, mache eine Präsentation über das Klimaabkommen von Paris. Das Thema interessiert mich. Ich möchte da eine Präsentation haben und kann dann mein GPT diese Aufgabe geben. Und der sagt dann für die Präsentation über das Pariser Klimaabkommen schlage ich folgende Struktur vor. Einführung ins Pariser Klimaabkommen, Ziele und historische Einordnung, Hauptziele und Verpflichtungen, begrenzte globalen Erwärmung, finanzielle Unterstützung, Reduktionsziele, Implementierungsstrategien und Mechanismen, nationale Klimapläne, Finanzierung und technologischer Transfer, Erfolge und Herausforderungen seit 2015 und Ausblick und zukünftige Perspektiven. Dann fragt er noch, soll ich zu jedem Punkt detaillierte und aktuelle Fakten und Zahlen recherchieren? Das hört sich doch gut an. Dann macht das bitte. Ja, gerne. Und dann recherchiert er diese weiteren Fakten, gibt eine Übersicht über die Gliederung, die er machen soll. Und er wird dann die ersten Folien erstellen, wo er gerade noch mal etwas denkt. Ja, bitte erstelle die ersten drei Folien. Dann müssen wir das hier erstmal einmal zulassen und dann fängt dieses System da auch weiter zu arbeiten. Und jetzt bin ich gespannt, was wir hier so bekommen. Da müssen wir immer ein bisschen Geduld mitbringen mit diesen Systemen, weil die ja auch extern sozusagen sich Daten holen oder mit externen Tools zusammenarbeiten, weil das ist ja hier in dem Moment ja Slides GPT, also ist ja auch ein Tool, was extern funktioniert und die sind miteinander verbunden. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, da auf diesen Tool zuzugreifen, genauso wie das bei Canva wäre zum Beispiel, was ja auch ein externes Tool ist, nur wir haben die Möglichkeit dann über dieses System dazu zu greifen.
Aber ja, müssen hier ein bisschen Geduld mitbringen. Das denkt jetzt, ist natürlich Vorführungseffekt, dass der ein bisschen langsamer reagiert. Was auch, ich glaube auch oft, wenn man so einen Bildschirm zusätzlich teilt, dass das irgendwie noch ein bisschen langsamer geht. Aber hier kommen unsere Folien. Und hätten hier so ein paar Folien, wo das schon formuliert ist, also so Einführung ins Pariser Klimaabkommen, historische Bedeutung und Zielsetzung und hätten hier Erklärung und Ursprung des Pariser Abkommens, zentrale Zielsetzung, weltweite Zusammenarbeit, haben hier dann Hauptziele und Verpflichtungen, Begrenzung der Erderwärmung, nationale Beiträge, Finanzierung und Unterstützung und dann unser drittes Slide hier, Implementierungsstrategien und Mechanismen. Also hier auch dadurch haben wir die Möglichkeit, diese Präsentation aufzubauen und uns diese Unterstützung von ChatGPT zu holen, beziehungsweise auch in Kombination. Und dann hätten wir noch die Möglichkeit, das hier uns das nochmal anzugucken oder runterzuladen. Und haben auch die Möglichkeit, dann direkt über das auch weiter zu verarbeiten, sozusagen, wenn wir auch über diese Tools zugreifen. Was ich hier bei dem besonders schön finde, ist, dass sie natürlich auch schon so bei die Quellen von den Bildern genutzt haben. Und es ist ja eine Möglichkeit, wäre das ja über auch generative KI die Bilder zu erzeugen. In dem Moment greift das aber eben auf frei zugängliche Bilder, die wir einsetzen können. Und die werden trotzdem hier angemerkt, von wem diese Bilder kommen. Wir gucken uns ein weiteres Tool an. Und zwar sehen wir hier Canva. Und Canva möchten wir auch gucken, wie wir hier mitarbeiten können. Und dann wollen wir ja vielleicht einen Post für Social Media machen. Dann können wir Canva fragen, mache eine ins inspirierende Zitatgrafik für soziale Medien für Gründer. Mache eines inspirierenden für Gründer. Und dann gucken wir, so was Canva macht. Also Canva holt sich dann auch die Daten und auch Templates, die sie zur Verfügung haben. Und dann haben wir die Möglichkeit auch zu sehen, was für Grafiken die machen. Und dann könnten wir bei Canva später nochmal weiterarbeiten. Also wenn wir die Systeme verknüpfen, dann klicken wir dann auf die Grafiken und könnten dann gucken, die weiterverarbeiten. Manchmal halluzinieren die auch. Also Achtung, jetzt kommst du in eine stressfreie Zone. Also das könnte ja noch ein bisschen passen. Mein Prompt ist zugegebenermaßen hier etwas kürzer gekommen, also müssten da schon ein bisschen mehr ja, Hintergründe geben, was wir brauchen und können ja hier gucken, was wir so bekommen, wenn die Sonne untergeht und das Licht dunkel ist. Also hier in dem Moment muss ich sagen, sind die Zitate gar nicht mal so gut, aber wir könnten die dann, wenn wir vielleicht ein Layout mögen, dann könnten wir das auf Canva weiter überarbeiten und hätten hier die Möglichkeit, schon etwas mehr damit zu arbeiten. Wir sind ja aber im Marketing und wir haben ja uns hier so drei Beispiele angeguckt, aber eigentlich wollen wir ja auch im Marketing gucken, wie können wir das für uns nutzen. Und da ist es ja schön, die werden ja schon von vielen unterschiedlichen Menschen aufgebaut, diese GPTs. Und wir können uns dann deren Wissen aneignen oder wir können deren Wissen nutzen und diese GPTs auch tatsächlich nutzen. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel sagen, mich interessiert das Thema SEO. Und dann können wir hier gucken, was gibt es denn im Bereich SEO? Und hier gibt es schon ein GPT, der sagt, okay, wir haben hier fully SEO optimized article, including FAQs. Und dann sehen wir noch, was immer aus meiner Perspektive gut ist. Dann können wir sehen, wie beliebt die sind anhand von
wie vielen Menschen benutzen das? Und wir haben hier, sehen hier, 500.000 Mal wurde das benutzt. Können hier nochmal so Einblicke bekommen und sehen, okay, dann kriegen wir 100% optimized articles in any language, Title, Meta Descriptions, Headings und FAQs. Und das wollen wir mal ausprobieren. Das heißt, ich gehe hier rein, nutze das und sage dem System einfach, schreibe einen Artikel über Online-Marketing für Gründer. Und wir haben ja gestern die ganze Punkte gesehen, wie wir gut prompten und was für Rahmenbedingungen wir setzen. Und hier würde ich euch auch so an die Hand legen, dass man natürlich etwas ausführlichere Prompts einsetzt. Zeitbedingt machen wir die hier ein bisschen kürzer. Aber was hier sehr, sehr stark ist, ist, dass natürlich dieser GPT ja genau dahinter genau diese Prompts hat. Also da steht, schreibe Artikel, die sollen eben wie sich geschrieben sein wie von Menschen, die sollen unique Content sein, also dass es überprüft wird, dass die keine Inhalte woanders benutzt werden. Es sollen die Keywörter recherchiert werden, die Keywörter sollen an den richtigen Stellen eingesetzt werden. Und das ist so, wo uns diese GPTs eben sehr, sehr stark helfen, weil die nicht nur die Inhalte schreiben, sondern genauso jetzt sehr, sehr, sehr spezialisiert sind für Beiträge, die SEO optimiert sind. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, was hier passiert und sehen, Outline für Online-Marketing-Gründer. Also wie ist das hier so jetzt aufgeteilt? Hätten dann ein Hauptthema, Einführung in Online-Marketing. Was ist Online-Marketing? Vorteil von Online-Marketing für Startups, wichtige Grundbegriffe. Und da sehen wir ja auch schon, wenn wir etwas so drauf achten, sind da ja auch unterschiedliche Keywörter schon eingesetzt. Also es ist ja nicht immer Gründer, 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 sondern da sind ja auch andere Begriffe wie Startups oder ähnliches, was auch relevant für uns sein werden. Und da geht das der Outline dann weiter, so die Wichtigkeit einer Zielgruppenanalyse, Zielgruppen definieren, Bedeutung des Kundenavatars, Tools zur Zielgruppenanalyse, die digitale Präsenz aufbauen. Ich überfliege das jetzt nur ein bisschen, Content Marketing für Gründer. Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing für Startups, E-Mail Marketing als Kundenbindungstool, Influencer Marketing und Kooperation, bezahlte Online-Werbung und gehen da so ein paar Kanäle durch und letztendlich dann nochmal so ein paar FAQs zum Thema Online-Marketing für Gründer. Und da wird auch überprüft, was suchen dann auch die Leute, zum Beispiel so bei Google, was sind denn so häufige Fragen. Und dann haben wir hier so diesen ganzen Beitrag, den wir haben. Und können auch sehen, Artikel Online-Marketing für Gründer, der umfassende Leitfaden. Und es wurde hier komplett aufbereitet, so dass wir da also einen sehr, sehr ausführlichen Artikel zu dem Thema haben. Und das dann später für unsere Webseite dann auch nutzen können. Und das erleichtert uns tatsächlich sehr, sehr viel, wenn die Arbeit, weil wir nicht diese ganzen Prompts immer gezielt einsetzen müssen. Wir gucken auch nochmal, was gibt es sonst so? Also zum Beispiel, ich möchte Instagram. Wir wollen ja Inhalte für Instagram erzeugen und sehen, hier gibt es so einen Instagram-Experte, der hilft uns, zu sagen, also kann uns helfen, so Ideen zu generieren oder Posts zu schreiben. Und jetzt sehe ich hier, how to create an engaging Instagram Story. Okay, das ist so ein Experte. Haben wir die Möglichkeit, ein bisschen Feedback zu holen. Und mich interessiert jetzt zum Beispiel, kannst du mir helfen, eine Story für ein Chipotle-Gewürz zu machen und weil das ja auch hier so diese Unterstützung anbietet und dieser GPT wurde dann gezielt trainiert, da Instagram zu kennen, was Mechaniken bei Instagram sind, die funktionieren und hätte hier dann so einen Vorschlag auch, dass sie sagen, Lust auf etwas mehr Feuer
Also, dass die dann noch mit etwas Catchiges starten. Was für Bilder kann ich nutzen? So ein naher Shot von bunten getrockneten Chipotle-Chilis. Oder dann geht es hier weiter. So vielseitig ist unser Chipotle-Gewürz. Und dann ein Splitscreen, der zeigt, wie das Gewürz auf verschiedene Gerichte gestreut wird. Und Schritt 3 hätte ich dann Schritt für Schritt Chipotle-Avocado-Dip. Und Schritt 4, Slide 4, warum du Chipotle lieben wirst. Und jetzt bist du dran, also nochmal so ein bisschen Engagement fördern, was natürlich sehr, ja, sehr hilfreich ist. Wir erkunden da nochmal weitere, die für euch relevant sein können, zum Beispiel LinkedIn. Was gibt es im Bereich LinkedIn? So ein Viral LinkedIn Post-Formatter. Da kann ich also Posts, die gezielt für LinkedIn funktionieren, sind formulieren. Also ich könnte hier sagen, zum Beispiel, kannst du mir helfen, einen Beitrag zur Einführung meiner neuen Chipotle-Gewürze zu schreiben? Es soll angehende Gründer inspirieren. Und wenn ich das dann so poste, also hier hochlade, dann weiß dieses System, wie funktionieren diese ganzen Mechaniken von LinkedIn, wie kann ich da gute Inhalte für LinkedIn formulieren, auch genauso diese Bereiche, wir starten mal mit einer starken Headline, die soll da die Leute anregen, den Post sich durchzulesen. Und ist ja auch da so trainiert, dass es versucht, nahbar zu schreiben. Und hier so von der Idee zur Würze, die Reise zur Einführung meiner Chipotle-Gewürzlinie. Ehrlich gesagt, jede große Idee beginnt klein. Die Vision, eine Chipotle-Gewürzlinie auf den Markt zu bringen, hat mich an den Punkt gebracht, meine Komfortzone zu verlassen und ins Ungewisse zu springen. Was mich inspiriert hat, hier ist, was ich daraus gelernt habe. Also wirklich da auch schon eher für diesen professionellen Bereich da nochmal trainiert, dieses GPT, dass wir eben da gut damit arbeiten können und uns hilft, da unsere LinkedIn-Beiträge zu optimieren. Vielleicht wollen wir doch mal ein Logo erstellen. Da wollen wir mal gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Dann sehen wir hier Logo Creator 3 Millionen. Das scheint ja ein bisschen besser zu funktionieren. Und dann gucken wir, was hier passiert. Ich brauche ein Logo für meine neue Marke, Señor López. Wir verkaufen mexikanische Lebensmittel in Deutschland. Was macht dieser Logo-Creator? Der hat ja schon so ein paar Rahmenbedingungen und sagt, okay, wie komplex soll das Logo sein auf einer Skala 1 bis 10? Standardwert ist 3, also 3 hört sich sehr gut an. Und welche Farbenpalette stellst du dir vor? Hier ein paar Vorschläge, warme, erdige Farben, lebendige Farben oder dezente, moderne Farben. Ich würde sagen, wenn wir schon so in der mexikanischen Küche sind, dann natürlich warme, erdige Farben und antworten, wir wollen hier das so Standardwert, ja, also mittelkomplex oder ja, also 3 in der Skala und warme, erdige Farben. Und dann arbeitet dieses System für uns. Und dann hätte ich ja hier schon einen Vorschlag, der sehr, sehr klassisch ist, aber könnte das nochmal da weiter anpassen und da immer noch weiter verfeinern. Und das ist dann eine weitere Möglichkeit. Und das ist ja alles wirklich immer sehr hilfreich auch, aber wo wir auch in dieser ganzen Reise hin möchten, ist, dass wir da uns sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Und dann gibt es ja natürlich diese ganzen, die schon verfügbar sind, aber wir können unsere eigenen GPTs trainieren, die dann genau das Wissen von unseren Unternehmen haben und wir eben damit gut arbeiten können. Und da möchte ich euch zeigen, also ich habe hier zum Beispiel einen für mein Unternehmen aufgebaut
und kann da immer so auf das Wissen von meinem Unternehmen zurückgreifen. Also hätte ich hier Senior Lopez und dann kann ich mein GPD fragen, welche Produkte haben wir? Und dann wird erstmals mit meiner Webseite auch verbunden. Und dann bekomme ich hier so, ich habe ein Kochbuch oder unterschiedliche Chili-Sorten sind zur Verfügung. Und vielleicht bin ich dann neu in Unternehmen und frage so, welche sind die schärfsten Chilis? Dann analysiert er genauso in dem Kontext von dem, was ich habe und sagt mir, okay, die Habaneros und Chipotle, wobei die Habaneros bisschen schärfer sind. In der Scoville-Skala auf zwischen 100.000 und 350.000 Einheiten haben. Das heißt, das wären so die schärfsten. Und was super, super hilfreich ist, ist, wir können auch mit diesem System auch kombiniert arbeiten. Das heißt, ich hole mir hier durch mein Senor Lopez GPT das ganze Wissen von meinen Unternehmen. Und dann hatten wir uns ja gerade auch so den Instagram-Expert angeguckt. Das heißt, ich hole den Instagram-Expert dazu, jetzt zu diesem Gespräch, und sage, schreibe einen Post für die Señor López Habanero Chilis. Und was passiert hier? Also, wir haben jetzt das ganze Wissen von dem Unternehmen, von unser Señor López GPT geholt. Wir wissen jetzt, die Habanero Chilis sind die schärfsten Chilis, was wir da analysiert haben. Und wir holen dann uns den nächsten Experten an Bord, also unser Instagram Expert GPT, und sagen diesem System, schreibe doch am besten einen Instagram Post. Das heißt, wir kombinieren hier das ganze Fachwissen von diesen unterschiedlichen GPTs und hätten da nochmal ja, einen Post bekommen, so schärfer als schärf, unsere Habanero Chilis. Suchst du den ultimativen Kick für deine Gerichte? Unsere Habanero Chilis liefern intensive Schärfe und einen einzigartigen, fruchtigen Geschmack, perfekt für mutige Chili-Liebhaber. Ob in Salsas, Marinaden oder Soßen, ein kleiner Hauch reicht, um jedes Gericht auf das nächste Level zu bringen. Nur für echte Scharfgenießer. Entdecke die volle Power der Habanero bei Señor López. Und das müsst ihr halt so ein bisschen weiterdenken, weil wir könnten dann hier genauso den Präsentationbauer mit an Bord holen. Ich könnte den Videomaker mit an Bord holen. Ich könnte da nochmal ja, alle möglichen Ergänzungen dazu holen. Wir wollen hier nochmal so ein Bild haben. Kannst du ein Foto realistisches Bild dazu machen und hätten dann wirklich so die Power von diesen unterschiedlichen GPTs dann letztendlich kombiniert und wir sehen jetzt unser Post, der final ist, also hätten hier so ein sehr, sehr schönes, ansprechendes Bild von unseren Habanero Chilis und ein Post, der auf das Wissen von unser Unternehmen und von letztendlich auch so dieses geballte Know-how von diesen GPT eben von, ja, von Instagram. Und das können wir alles weiterdenken. Und jetzt fragen sich vielleicht so der ein oder die andere, so wie kann ich dann diese GPTs erstellen? Also wie kann ich die dann trainieren? Und das ist tatsächlich ganz, ganz einfach. Also wir haben ja hier so, wenn wir über unser Profil gehen, über unser Profil auf meine GPTs, dann kann ich hier so GPTs erstellen. Und bei den GPTs habe ich da so unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Und zwar könnte ich hier einfach meinen Namen schreiben, also könnte ich den Namen geben von dem, was ich machen möchte. Ich könnte ein Bild hochladen. Möchte da etwas beschreiben, was soll dieser GPT tun? Könnte hier da die Rahmenbedingungen setzen, also was soll der genau machen, worauf soll er achten? Kann auch so die Gesprächsaufhänger schreiben, alles mit, also ich muss nichts programmieren, nur einfach hier eingeben. Und ich kann auch hier meine ganzen Dokumente hochladen. Also ich könnte hier entweder meine Word-Dokumente hochladen, wo ich die ganzen Beschreibungen über mein Produkt habe. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, zum Beispiel, ich verkaufe eine
eine Kaffeemaschine, dann hätte ich ja die ganze Produktdatenblätter, könnte ich die ganzen FAQs dort hochladen, sodass Leute immer dazugreifen können und alles über das Unternehmen wissen und hier meine ganzen Informationen eben gebündelt habe. Kann es erlauben, dass es natürlich auch online nach Informationen sucht oder ich das da stärker eingrenze zu den Informationen lediglich, die ich dort eingebunden habe, ob er mit Code arbeiten kann oder soll und ob es Bilder erzeugen soll oder nicht. Ich kann es aber auch hier durch Erstellen starten und dann habe ich hier eine Eingabemaske, die ungefähr also sehr, sehr ähnlich aussieht wie, ja, wie das normale ChatGPT. Und könnte da einfach jetzt starten, wenn meine Idee ist, ich möchte ja ein GPT erstellen, der nicht nur ein Instagram-Profi ist, sondern auch ein Instagram-Profi spezialisiert für meine Marke ist. Also der soll genau wissen, wie schreibe ich, was ist für mich wichtig, welche Hashtags möge ich und dass es da sehr, sehr gezielt ist für ein eben Instagram-GPT für meine Marke. Das heißt, ich könnte den jetzt hier einfach so mit Text schreiben. Du bist mein Instagram-Marketing-Assistent und hilfst mir, kreative und ansprechende Instagram-Posts für meine Marke, Señor López, zu erstellen. Die Marke verkauft mexikanische und vegane Produkte, darunter aktuell geschrotete Chilis und ein Kochbuch über mexikanische vegane Küche. Wir starten hiermit und gucken einfach, fangen mit dem Training von unser GPT an. Und da wird er erstmal aktualisiert. Das heißt, es wird dann nochmal die Aufgabe stärker eingegrenzt und er wird mir gleich fragen, wie soll ich mich nennen? Wie wäre es mit Señor López Social Assistant? Und könnte ich sagen, hört sich gut an, wenn ich das mag. Und da macht er jetzt auch so ein Profilbild für unsere Assistenten. Und dann sage ich, okay, wenn ich das mag, dann kann ich sagen, okay, und so ansonsten kann ich das auch nochmal hier ändern. Das sieht gut aus. Wir gehen nochmal. Möchtest du etwas Bestimmtes ausprobieren? Also ich habe das sehr, sehr generisch gestartet. Ich möchte dir noch etwas mehr trainieren. Das heißt, ich sage hier einfach, was für mich wichtig ist, auch diesen, also unseren GPT. Zum Beispiel die Tonalität meiner Marke ist freundlich, nahbar und gelegentlich humorvoll. Sprich die Zielgruppe locker und in der Du-Form an. Meine Zielgruppe, es ist Menschen im Alter von 20 bis 50 Jahren, die gerne kochen und sich vegan oder vegetarisch ernähren. Oder neugierig sind, neue kulinarische Erlebnisse auszuprobieren. Da gehen wir nochmal genauer und gezielter. Das heißt, das trainiert sich dann nochmal an und wir gehen dann nochmal etwas gezielter auch in das Training von diesen System. Also wenn wir uns da nochmal an den Prompts von gestern dran erinnern, wenn ihr da wart, dann haben wir Möglichkeiten wie einfache Anweisungen, die wir hier angegeben haben, vielleicht auch etwas ausführlichere Anweisungen, aber auch Möglichkeiten, weil ja über Future-Prompting auch zu zeigen, so was wollen wir denn oder so ein paar Beispiele zeigen, was wir mögen. Und dann könnten wir hier zum Beispiel nochmal weiter erklären, die Sprache sollte locker und
zugänglich sein, ähnlich wie in diesem Beispiel. Das heißt, wir geben hier ein Beispiel und könnten sagen, ich mag es, wenn wir auch so ein bisschen Deutsch und Spanisch vermischen. Das heißt, das System sollte das lernen, wenn wir sagen so, hola, Familie. Und ich schreibe einfach mal so einen Post über ein Weihnachtsgericht. Nogada sind ein traditionelles mexikanisches Festtagsgericht. Ich möchte, dass das System lernt, dass ich gerne Chilis einsetze, also dass ich Emojis einsetze und vielleicht nochmal so einen Weihnachtsbaum, so als Weihnachtsgericht. Dass er lernt, ich arbeite auch gerne mit Emojis. Diese gefüllten grünen Chilischoten werden normalerweise mit Fleisch zubereitet. Aber hier gibt es eine leckere vegane Variante mit Paprika, Beluga, Linsen, über Linsen, knackigen Früchten und einer cremigen Nogada-Soße. Ja, perfekte pflanzliche Genuss für die Festtage. Dann sage ich nochmal, ich ende da gerne nochmal so mit Buen Provecho, so auf Spanisch, dass das wieder eine Mischung davon ist. Und sage dann nochmal, verwende regelmäßig die Hashtags. Hoch vegan und vegan. Kochen, das wäre die Option. Also könnte das hier nochmal ein bisschen feintunen. Ich mache hier weiter, während es das nochmal denkst. Und sage so: Call to Actions sollten die Follower dazu ermutigen, die Rezepte nachzukochen oder mehr über die Produkte zu erfahren. Meine Posts bestehen hauptsächlich aus Rezeptinhalten, wobei die Produkte wie die geschrotene Chilis oder das Kochbuch in den Vordergrund gestellt werden sollen. Und wir sagen nochmal zuletzt, deine Aufgabe ist es, kreative und markenkonforme Instagram-Post-Vorschläge zu erstellen, die meine Marke, Produkte und Tonalität berücksichtigen. Die Posts sollen meine Zielgruppe inspirieren, mexikanische, vegane Küche zu entdecken und sich mit meinen Produkten auseinanderzusetzen. Also ein etwas längerer Prompt, wo wir hier ja schon mehrere Informationen gegeben haben. Und dann haben wir das hier. Und wir sehen hier, das hat sich die ganze Zeit nochmal aktualisiert. Und dann können wir das auch hier einmal ausprobieren, wenn das einmal fertig ist mit dem Denken. Und das war jetzt etwas ausführlicher, so die Erklärung, aber wollte euch da einfach mal zeigen,
wie das jetzt so konkret in der Umsetzung ist. Und jetzt könnte ich einfach meinen Assistenten sagen, hilf mir einen Post für den Tag der Toten vorzubereiten. Und dann würde dieses ganze Wissen hier nochmal zusammenfassen, was ich dem gegeben habe. Und jetzt habe ich keine, also müsste ich da nochmal ein bisschen mehr trainieren, weil das ist ja relativ lang jetzt als Post. Dann könnte ich nochmal sagen, meine Posts sollen immer maximal 100 Wörter nutzen oder da mehr Einschränkungen. Aber wir sehen hier, alles, was ich dem System jetzt gezeigt habe, werden für meinen ganzen Post aufgenommen. Also ich mag die Nutzung von Emojis. Ich mag immer, wenn wir so ein bisschen Spanisch und Deutsch vermischen, so wie Feliz Día de los Muertos. Heute fahren wir, wie unsere Liebsten, mit einem veganen Festessen, das sowohl der traditionelle als auch den Geschmack Mexikos feiert. In Mexiko ist dieser Tag eine wunderschöne Gelegenheit, Erinnerungen und besondere Gerichte zu teilen. Und das tun wir am liebsten mit einer pflanzlichen Variante unserer liebsten Speisen. Wie wäre das zum Beispiel mit Tacos de Flor de Cempasúchil? Und habe hier noch mein Gericht und habe hier immer noch mal so die Sachen, die ich in mein GPT gesagt habe, erwähne meine Produkte stelle die Anreize für die LeserInnen quasi dann meine Gerichte nachzukochen und nutze da ein paar Hashtags wie vegan kochen, finde ich da ganz gut. Und wir können da auch immer durch die Konfiguration, können wir da auch immer sehen, was wurde jetzt hier so alles ausgefüllt. Und da haben wir unser ganzer riesiger Prompt quasi, den wir hier durch ausgefüllt haben. Und so können wir dann Prompts für GPTs für uns erstellen, die genau diese Aufgaben und unser Kontext kennen. Und ich kann die dann hier erstellen und ich könnte die öffentlich machen, also dass alle die nutzen können. Aber in dem Fall möchte ich ja nicht unbedingt, dass alle so mit meinen Unternehmensinformationen agieren können. Das heißt, ich könnte die auch hier nur zur Verfügung stellen für mich oder mein Team. Und somit habe ich da eine sehr, sehr gute Unterstützung in dem Alltag bekommen. Wir haben da ein paar Vorteile, was wir jetzt gerade gesehen haben bei unseren GPTs. Also die haben da eine spezifische Expertise. Die können da in der Umgebung geben, die wir erwähnt haben, also für meine Marke, in dem Bereich, wo ich die einsetzen möchte, gut nutzen. Wir können effizienter arbeiten. Wir müssen dann nicht jedes Mal alle Prompts nochmal ausführlich schreiben, sondern wir können da sehr schnell mit unserem GPT arbeiten. Wir können die sehr flexibel anpassen. Wie möchte ich, dass meine Marke kommuniziert? Wie möchte ich das, welche Aufgaben soll das übernehmen? Wir können da Kosten und Zeit sparen. Also wir können sehr, sehr viel Funktionen automatisieren, wo wir dann diese GPTs zur Unterstützung nutzen. Und wir haben da bessere Erfahrungen, die wir haben, weil wir einfach die sehr präzise für uns formuliert haben. Es gibt da aber noch ein paar Grenzen von den Systemen. Also wir müssen dann, es hat ein begrenztes Wissen. Also wir können die entweder auch zulassen, dass die eben Informationen vom Internet holen oder eben nur von den Bereichen, die wir zur Verfügung stellen. Aber wir müssen die weiter trainieren, wenn wir dann neue Produkte haben oder wenn wir jetzt zum Beispiel es Änderungen bei Instagram gibt, bei unserem Fall, dass die das auch lernen. Das heißt, da müssen wir die schon so weiter trainieren, dass die eben gut funktionieren. Es kann sein, dass wir bei so kreativen Aufgaben vielleicht da an die Grenzen geraten und es kann auch zu Fehlinterpretationen kommen. Aber das ist jetzt natürlich auch etwas, was man ja auch bei ChatGPT und bei KI grundsätzlich auch hat, dass das eben falsch verstanden werden können und hohe Kosten. Und das bezieht sich da mehr so auf den Aufwand, die es bedeuten kann, das zu pflegen, wenn wir in großen Unternehmen arbeiten. Aber für uns, wenn wir Solopreneure sind oder Startups, dann ist das auch viel einfacher zu managen, weil wir vielleicht dann gezielte Produkte haben oder gezielte Kanäle. Und da können wir eher so die Vorteile sehr stark nutzen, als eher die Grenzen sozusagen, die wir uns da setzen, weil das einfach eine unglaubliche Unterstützung ist, die wir nutzen können. Und mit dem Sinne kann ich euch nur ermutigen, eure eigene GPTs zu nutzen oder eben GPTs zu erkunden,
um eure Aufgaben und eure Arbeit im Alltag sehr, sehr, sehr zu vereinfachen. Und somit sind wir am Ende dieser ersten Session über die Custom GPTs angekommen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die natürlich gerne, dann haben wir noch mal ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen. Alright. Ich lese die Q&A durch und gebe ich dir dann die Fragen weiter, Matthias. Viele haben gefragt, welche Version von ChatGPT benutzt du gerade? Also unterschiedliche. Also da gibt es ja also es gibt ja Ich andauernd glaube, neue. das, was du gezeigt hast, das, was du für heute benutzt hast, war die Frage. Also das ist tatsächlich, kann ich euch hier kurz nochmal zeigen. Hoch. Also das ist hier die Version quasi 4.0. Und zwar, es hängt aber von den Aufgaben ab. Also wenn, und das ist auch so gut, wenn wir die unterschiedlichen Stärken und Schwächen von den Systemen verstehen. Wenn ich mit sozusagen für die meisten Aufgaben, wie das hier ist, mache ich so die Version 4.0. Aber wenn ich dann gezielt Texte erstelle, dann nutze ich auch gerne diese mit Canvas, weil das ist, wenn ich da einen Beitrag schreibe, dann kann ich diese Beiträge auch immer noch mal verändern. Also dann ist nicht so starr, dass ich nur ein Output bekomme, sondern habe die Option dann immer direkt durch ChatGPT eben Änderungen durchzuführen. Und das sind so die zwei Versionen, die ich am meisten benutze. Nur in einigen Fällen, obwohl ich die bezahlte Option habe, wenn ich zu viele Bilder erzeuge oder zu viele Inhalte, dann würde ich dann manchmal so zu den unteren Versionen runtergestuft, weil ich da zu viel Input benutzt habe. Aber meistens arbeite ich dann hier auch mit diesen zwei Modellen. Perfekt. Es gab auch ein paar Fragen zu dem Zusammenschalten von GPTs. Kannst du es kurz, weil wegen der Zeit will ich nicht für die eine Frage viel Zeit nehmen, aber kannst du kurz zeigen, wie das nochmal geht? Ja, also das ist, wenn wir so von den ChatGPTs sind, also wir haben ja quasi, ich habe hier angefangen mit meiner Marke. Das heißt, ich frage hier meinen ersten GPT, ja, also hatte ich so diese Reise, die ich gemacht hatte. Also so, welche Produkte haben wir, sodass ich ja diesen Wissen von den GPT hole. Und jetzt machen wir die Reise ein bisschen kürzer. Also wir sehen hier, wir haben jetzt zum Beispiel, machen wir so Jalapeno Chilis. Und dann mache ich hier in den Eingabefeld so Add. Und mit Add kann ich dann diese anderen holen und könnte dann sagen, ja, wer soll denn da arbeiten? Und da könnte ich dann alle sagen, so zum Beispiel hier den Logo Creator. Mach mir ein Logo für meine Jalapeño Chilis zum Beispiel. Das heißt, ich kann da die immer verknüpfen. Und hier sehen wir das auch mit einfach so diesen kleinen Icons, die wir haben. Wir sagen einfach jetzt von einer Skala von 1 bis 10. Ich möchte das sehr detailliert und möchte einfach B als Farben. Aber das seht ihr ja schon hier. Also hier habe ich den Chat, also diesen GPT gefragt mit meiner Marke. Dann habe ich mir den anderen geholt mit Add, also immer mit diese quasi hier. Und dann kann man sich die aussuchen, die wir schon uns da ausgesucht haben und können die dann so als Unterstützung holen. Und hier hätte ich jetzt für meine Señor López Jalapeño Chilis, hätte ich mir ein Logo erzeugt, weil ich dann das Wissen von diesen beiden GPTs sozusagen kombiniere. Es war's, mit einem komplettes Team zu arbeiten. Ja. Du holst dir alle Experten in den gleichen Raum und dann arbeitet ihr zusammen auf dem gleichen Projekt. Das ist ja toll. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Perspektive, weil das wirklich, das sind dann mein Grafikdesigner, mein Copywriter, mein Produktmanager, so die Genau. holt man sich die Expertise. Und man könnte auch theoretisch einen GPT fragen, auf der anderen GPT zu reagieren in dem gleichen Chat. Das könnte man machen, ja. Ja. Und er urteile, was er da so erzählt hat. Genau. Genau. Dann hat man ein richtiges Meeting online.
Hier von Dani. Kann man auch mehrere Dinge abverlangen bzw. eben darauf trainieren? Ich bin Immobilienmakler, schreibe viele Exposés, Lagebeschreibungen, Headlines, Posts für Instagram etc. Kann man das alles in einem GPT packen? Man kann das alles in ein GPT packen. Also es hat ja sehr, sehr viel sozusagen Power, diese Systeme. Und da könnte man auch zum Beispiel, wenn man viele Beispiele hat, auch als die PDFs hochladen von Exposés, von Beiträgen. Also dass die dann auch lernen, was so der Aufbau ist und dass man dann zusätzlich noch etwas Input generiert. Ich würde da immer empfehlen, dass man sich trotzdem Gedanken macht, was so die rechtlichen Rahmenbedingungen sind und mit welchen Informationen die Systeme gefüttert werden. Also was ChatGPT oder OpenAI sagt, ist, wenn wir eigene GPTs erzeugen, die auch nur intern sind, dass die Daten nicht weitergegeben werden. Aber es ist natürlich immer sehr spannend, auch genauer zu verstehen, was sind denn so diese Rahmenbedingungen, mit welchen Daten wir das füttern. Sehr cool. Ich habe auch jetzt die Umfrage gelauncht für jede Sitzung, da wir immer wissen wollen, ob das Inhalt hilfreich für euch ist. Es wäre super lieb, wenn ihr da kurz eine Antwort gibt. Und wir machen auch weiter mit dem Q&A. Das haben wir schon. Wie bekommt man von Salijo? Hallo Salijo, du warst auch gestern da. Wie bekommt man denn die erstellten Posts zum Beispiel zu LinkedIn, Insta, Pinterest etc.? Gibt es da Automatisierungen? Also, was ich tatsächlich mache, also ich mache das noch manuell. Ich lade die Bilder dann von ChatGPT runter und poste die dann auf LinkedIn und mache das manuell. Es gibt auch andere Möglichkeiten wie über make.com, wo man das alles automatisiert, wo man diese ganzen Inhalte dann von ChatGPT quasi weitergeben kann an den Plattformen. Das mache ich persönlich noch nicht, weil ich da noch nicht. Weil ich einfach zu viele manuelle Anpassungen noch habe, die ich immer gerne überprüfen möchte, bevor irgendwas die Welt entdeckt oder meine Inhalte für meine Marke da draußen stehen, bevor ich das da etwas alles nochmal genauer kontrolliert habe. Okay, gut. Die Frage hatten wir gestern, aber ich frage das nochmal für die Gruppe. Ist die Info, die ich in dem GPT gebe, geschützt? Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch, müsste man gucken, was genau geschützt bedeutet. Also man soll immer vorsichtig sein, was für Daten man für diese Systeme nutzt. Und wenn man geschlossene GPTs, erstellt, dann sagt OpenAI, dass diese Daten nicht weitergegeben werden. Ob das stimmt oder nicht stimmt, das ist eine andere Frage, die man sicherlich dann nochmal stärker recherchieren muss. Aber wenn man die dann öffentlich macht, die GPTs, dann sind es ja auch öffentliche zugängliche Informationen. Das heißt, da sollte man schon etwas darauf achten, was für Informationen man dort hochlädt und für wen diese GPTs eben zur Verfügung gestellt werden. Wie stelle ich meinen GPT auf nicht öffentlich? Da gibt es, wenn man das erstellt, dann hat man eben drei Optionen. Also dann steht dann nur für mich. Also wenn man erstellen klickt, dann kann ich das für alle zugänglich machen, nur für mich, oder für mein Team, so mit dem Link, dass die Leute dann zugreifen können. Cool. Brigitte fragt, sollte man dann überprüfen, ob es das erstellte Logo schon gibt, beziehungsweise Markenrechte? Absolut. Also da würde ich immer noch mal die Reverse Search bei Google machen. Also wenn man durch Images Google geht, dass man das Bild dort hochlädt und einmal überprüft, ob das irgendwo in einer Art und Weise schon benutzt wird. Weil auch die Bilder, die durch KI generiert werden, die basieren ja auf andere Bilder, die es schon da draußen gibt. Und rein theoretisch, rein wahrscheinlich kann es möglich sein, dass dieses Bild es in einer Art und Weise schon da draußen gibt. Interessante Frage. Ich glaube, ich in Verbindung mit der vorletzten Frage, gehören die Daten dem GPT, also dem User, so zum Beispiel wie bei WhatsApp?
Die Daten gehören den User, aber das ist trotzdem immer noch so datenschutztechnisch eine gute Frage, die man sich stellen sollte. Wo werden diese Daten gespeichert und wie risikoaffin oder advers bin ich in diesem Kontext? Danke, danke. Von Gerke. Das war schon eine Weile her. Sorry, Gerke. Habe ich beim GPT plus Canva auch die Option, dass zusätzlich zum Bild auch der Text für die Beschreibung erstellt wird? Zum Beispiel erstelle mir einen Insta-Post über Leistungswasser und erstelle ein passendes Bild dazu. Ja, also dann würde der Text da vielleicht über ChatGPT generiert werden und das Bild über Canva. Da könnte man ja diese Kombination, wie wir sie uns gerade angeguckt haben, könnte ich die dort einsetzen. Also wo man das die Expertise auch von den sozusagen anderen GPTs holt. Also ich könnte erstmal meinen Instagram-Profi fragen, einen Post zu schreiben und dann Canva dazu holen, ein Bild dazu zu generieren. Von Vincent, gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen GPTs erstellen oder konfigurieren? Nicht unbedingt. Also das ist eigentlich, wenn ich das schon sehr, sehr konkret weiß, was ich möchte, dann kann ich das nach und nach so in der Beschreibung, in der Konfiguration einfügen. Das waren ja letztendlich so die Daten, die wir dort eingeführt haben. Aber wenn wir das über Erstellen machen, dann können wir auch ChatGPT so ein bisschen als Unterstützung nutzen, dass er uns fragt, so was wollen wir da nochmal angehen? Und das ist ja eigentlich auch hier ein Sprachmodell. Das heißt, das können wir auch als Sparring-Partner nutzen, um uns da so alle Bereiche nochmal stärker einzugrenzen und das eben so als Unterstützung zu nutzen. Von Christoph finde ich eine spannende Frage. Hallo, lohnt es sich, auf eine höherwertige Stufe von ChatGPT umzustellen, also die Bezahlversion? Bring mir das was als kleines Unternehmen. Also meine persönliche Meinung ist ja, wenn ich auf einen Pool setzen würde, weil es gibt ja sehr, sehr viele. Es gibt ja Neuroflash, um Content zu entwickeln. Es gibt ja tausend unterschiedliche Systeme mittlerweile. Und wenn ich denke, dass es sich lohnt, für ein Tool Geld auszugeben, dann ist das ChatGPT Plus, weil man da die eigenen GPTs erstellen kann. Also ich finde, die sind unglaublich hilfreich, diese Systeme, die man dann für sein eigenes Unternehmen trainieren kann und dadurch viel, viel Zeit sparen kann. Aber zusätzlich hat man ja auch noch mal ein paar Optionen, die noch etwas eingeschränkter sind in der normalen GPT-Version, also wie Daten hochladen oder Bilder generieren. Die sind noch etwas stärker eingeschränkt bei den Umsonst-Versionen. Das heißt, hier ist es ein Tool, wo ich denke, es lohnt sich absolut die bezahlte Option. Okay. Von Susanna, sie fragt, ob die KI-Integrationen für das Design oder die Erstellung von Websites bei Jimdo auch für Creator dabei ist. Bei Jimdo haben wir zwei unterschiedliche Website-Plattformen, einmal den Baukastensystem und einmal der Creator mit HTML-Code. Und für Creator ist es auch mit dabei, diese KI-Integrationen. Sorry, Susanne, das hat ein bisschen gedauert mit der mit internen Antworten. Okay. Was macht ChatGPT mit meinem Wissen? Sollte man vorsichtig mit innovativen Informationen sein? Ich denke, man sollte immer aufmerksam sein und bewusst sein, wo ich welche Informationen eingebe. Und das ist ja auch der Fall. Ich weiß nicht, von welchem Telefonhersteller, ob das Samsung oder ähnliches war, die eigentlich mit ChatGPT gearbeitet haben, bevor die Produkte gelauncht wurden und dann die Informationen da halt schon verfügbar waren, weil das so über die öffentlichen Systeme von ChatGPT im genutzt worden und da weiter trainiert worden. Und angeblich sind da, also es sind ja auch Erklärungen von OpenAI, dass sie schon sehr, sehr viele Fortschritte im Bereich Datenschutz gemacht haben. Aber ich möchte euch da immer nur sensibilisieren, dass eure Daten weiterverarbeitet werden, auch nur wenn das dann für das Training von eure eigenen Systeme sind. Aber ich würde dann immer aufpassen, welche Daten ich dort hochlade oder nicht.
So, wir kommen langsam zu Ende. Ich suche eine letzte Frage. Und hier ist mein Q&A. Wenn ich Logo generiere, schreibt ChatGPT Texte mit in das Logo, allerdings auf Englisch. Lässt sich das umstellen? Ich finde, da kommt so manchmal ChatGPT noch an den Grenzen. Also wenn es so über Bild und Text ist, dann ist manchmal auch nicht so die schönste Schriftart, die dort eingeführt wird, oder das schönste, ja, also oder auf Englisch. Ich finde, da kommt es noch manchmal so an den Grenzen. Das wird sicherlich in der Zukunft noch mal verbessert, aber würde da eher eine Kombination von Systemen nutzen. Also, dass man da vielleicht nochmal bei Canva das Name von dem Unternehmen in der Schrift, die man möchte, einfügt, oder ja, über Photoshop oder ähnliches. Cool. Okay, wir müssen leider jetzt eine Pause machen für die letzte Sitzung. Wir haben jetzt um 11 Uhr machen wir weiter. Es gibt noch mehrere Fragen hier auf dem Q&A und wir werden das alles beantworten bis Ende des Bootcamps und dann auch in diesem Handout zu euch zur Verfügung stellen. Aufnahmen sind auch mit dabei. Die Frage kommt wieder und deswegen will ich das nochmal erwähnen. Aber bis jetzt, glaube ich, haben wir ganz viel gesehen und ich bin gespannt auf die vierte Sitzung und letzte Sitzung.